Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wenn Beziehungen auseinandergehen, ist das ja meist schmerzlich. Erst recht, wenn einer der Partner dachte, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dementsprechend aus allen Wolken fällt, wenn der oder die andere Schluss macht. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat heute Schluss gemacht mit den Grünen. Obwohl die schwarz-grüne Koalition 10 Jahre recht harmonisch lief, was er im Wahlkampf auch durchaus lobend erwähnt hatte. Auch heute betonte er noch mal, man habe 10 gute Jahre miteinander gehabt. Fehlte eigentlich nur noch der Satz, lass uns Freunde bleiben. Freuen kann sich nun die SPD als neue Auserwählte. Die Regierungsbeteiligung ist für sie ein schönes Trostpflaster für ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Peter Theisen berichtet. Als Nancy Faeser heute Abend das Gebäude der Neuen Denkerei in Kassel betritt, ist das bisher Undenkbare in Hessen Realität. Es kommt wohl erstmals zu einer großen Koalition im Land. Die Zustimmung in der hessischen SPD gilt als sicher. Ich freue mich sehr, dass wir so einmütig diesen Schritt gehen wollen und jetzt dafür sorgen wollen, dass wir vor allen Dingen für die Menschen in Hessen das Beste erreichen können. Wir leben im Zeitalter von Krisen, wo es darum geht, ihnen auch soziale Sicherheit zu geben. Und ich glaube, das kann in dieser Konstellation zwischen der CDU und der SPD auch gut funktionieren in diesen Tagen. Boris Rhein, er will diese große Koalition ohne große Not. Denn auffällig geräuschlos arbeitete die CDU bisher mit den Grünen in Hessen zusammen. Schwarz-Grün, das war vor 10 Jahren eine Annäherung einstiger Erzfeinde, eine spannende neue Paarung, damals richtungsweisend, eigentlich ein Erfolgsmodell. Nun wechselt Rhein plötzlich die Richtung und gibt den Grünen noch einen mit. Die Menschen wollen nicht bevormundet werden, sie sind aber bereit zur Veränderung und zur Einleitung von Veränderungen, aber eben durch Anreize statt Verbote. Sie wollen nicht bevormundet werden, sie wollen beteiligt werden, sie wollen entlastet werden und nicht belastet werden. Bei der Landtagswahl im Oktober hatten sowohl Grüne als auch SPD dramatische Verluste eingefahren. Rhein konnte sich den Partner aussuchen. Die Grünen galten wegen der jahrelangen zuverlässigen Zusammenarbeit als großer Favorit bei der Partnerwahl. Sie fühlen sich nun getäuscht. Wer eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen will, der braucht keine 5 Wochen langen Sondierungsgespräche. Insofern hat sich das angedeutet, dass die CDU vorhatte, den Koalitionspartner zu wechseln. Dann wäre es aus unserer Sicht aber angemessen und fair gewesen, das den Bürgerinnen und Bürgern auch vor der Wahl zu sagen. Das ist leider ausgeblieben. Was steckt hinter dem Richtungswechsel von Boris Rhein? Einige vermuten, durch diesen Schritt wolle er aus dem langen Schatten seines Vorgängers Volker Bouffier treten. Oder wachsen da einem neuen starken Mann in der CDU Flügel? Zugleich kann sich Rhein mit dieser Option innerhalb der Union eine starke Position erarbeiten, weil die konkurrierenden CDU-Ministerpräsidenten, wenn man so will, Wüst und Günther, sind im Bündnis mit den Grünen. Und die Parteispitze in Berlin ist dabei, die Grünen als Feind zu identifizieren. Eine hessische Richtungsentscheidung, also mit möglicherweise bundespolitischer Bedeutung. Boris Rhein scheint es damit heute richtig gut zu gehen. Eine kleine Korrektur, es hieß im Bericht eben, das sei die erste große Koalition in Hessen. Das stimmt nicht. Es gab schon mal eine kurze Zeit, die wurde aber von der SPD geführt, also mit umgekehrten Vorzeichen. Und jetzt wollen wir schauen, wie das heute alles in Berlin verarbeitet wird. Diana Zimmermann, das ist für die Grünen schon ein ziemlicher Schlag, oder? Ja, die Grünen, auch die Bundesgrünen reagieren heute enttäuscht und angefasst. Nach diesem für sie ohnehin schwierigen Jahr, jetzt aus dieser hessischen Koalition, die eigentlich als Erfolg galt, zu fliegen, ist sehr schmerzhaft, besonders besorgniserregend. Aber ist natürlich das Signal, das davon ausgeht. Viele, auch bei den Grünen, haben sich im Grunde genommen schon darauf gefreut, 2025 in einer schwarz-grünen Koalition arbeiten zu können. Aber wir stellen heute fest, Schwarz-Grün steht momentan nicht hoch im Kurs. Die Grünen haben ein Imageproblem. Weiterhin, wenn es um Migration geht, auch wenn sie sich da von allen Parteien wahrscheinlich am meisten bewegt haben. Und spätestens seit dem Heizungsgesetz haben sie eben dieses Image der Verbotspartei. Wir haben es ja gerade bei Boris Rhein gesehen. Er musste ihnen noch mal mitteilen, dass man eben über Anreize Politik machen soll und nicht über Verbote. Nun hat Boris Rhein ja zunächst mal zwar eine landespolitische, hessische Entscheidung getroffen, aber sagt Ihnen nicht schon auch etwas aus über die Strategie der CDU insgesamt?
Rhein hat ja die Entscheidung heute vor allem damit begründet, dass man in der inneren Sicherheit und in der Migration mit der SPD mehr übereinstimme. Und Migration ist eben das Thema, was die Bürger momentan am meisten umtreibt und das Thema, das der AfD hilft. Boris Rhein scheint nun heute auf den Kurs des Parteivorsitzenden eingeschwenkt zu sein, von Friedrich Merz, der schon länger versucht, Vertrauen bei AfD-Wählern auch dadurch zu generieren, dass er sich möglichst weit von den Grünen entfernt. Hält. Und Boris Rhein wechselt damit sozusagen das Lager, verlässt seine Kollegen in NRW und in Schleswig-Holstein, die beide mit den Grünen koalieren und geht zu denen über, die sich eben die Grünen tatsächlich auch auf Distanz halten. Naja, und als ich jetzt Scholz letztens mehrfach mit Friedrich Merz traf, haben in Berlin ja manche auch schon so große Koalitionsglocken läuten gehört. Ja, ein bisschen voreilig, würde ich meinen. Aber natürlich ist die SPD für die Union in dieser gesellschaftlichen Situation ein attraktiver Partner. Es ist ja nun so, dass die Grünen und die SPD zwar ungefähr gleich stark sind, aber gerade in der Migrationsdebatte hat ja Friedrich Merz auch tatsächlich dem Kanzler schon mehrfach vorgeschlagen, er solle die Grünen rauswerfen und lieber mit der Union kooperieren. Bei den momentanen Umfragewerten träumt man in der Union nicht nur von einer großen Koalition, wie sie sich jetzt in Hessen abzeichnet, sondern eben auch von einer in Berlin, und zwar mit der SPD als Juniorpartner. Dankeschön für die Analyse an unsere Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann. Wie eine Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt ausgehen würde, also die berühmte Bundestags-Sonntagsfrage, das hat die Forschungsgruppe Wahlen wieder für ein ZDF-Politbarometer erfragt. Und das gibt es ausführlich am Ende der Sendung jetzt oder bereits jetzt schon online auf ZDF heute bzw. in der ZDF-App. Und die gibt es übrigens neuerdings auch bei WhatsApp. Dafür scannen Sie dann entweder den angezeigten QR-Code oder Sie abonnieren ZDF heute direkt bei WhatsApp. So bekommen Sie die Nachrichtenlage immer kompakt zusammengefasst mit Updates am Morgen und am Abend. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Das steht so gleich als erster Satz in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien, die Boris Pistorius jetzt vorgestellt hat. Der zweite Satz hat es auch in sich. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich wieder mit einer militärischen Bedrohung auseinandersetzen. Krieg und Bedrohung sind sozusagen Triggerwörter, die da sehr bewusst gesetzt werden. Sie sollen etwas auslösen, nämlich ein Umdenken in den Köpfen, bei der Bundeswehr und in der Bevölkerung insgesamt. Die Botschaft: Die gemütlichen Zeiten, als man sich ausschließlich von Freunden umgeben sah, einschließlich der Freunde in Moskau, diese Zeiten sind vorbei und sie kommen auch so bald nicht wieder. Auf der Bundeswehrtagung heute hatte Bundeskanzler Scholz noch eine weitere Botschaft: Am Geld werde es nicht mangeln. Thomas Reichert berichtet. Auf Kanzler Olaf Scholz wartet an diesem Morgen eine Herausforderung, die weder er noch die Bundeswehr erwartet haben. Im Tagungsraum ist das Licht vornehm gedämpft, so sehr, dass Scholz ein Leseproblem hat. Falls ich noch an die Regie irgendeinen Wunsch äußern darf, ein bisschen mehr Licht wäre auch nicht schlecht, aber... Dabei geht es hier nicht um die Tauglichkeit eines Tagungsraumes, sondern um die der Bundeswehr. Kriegstüchtig müsse sie sein, fordert der Verteidigungsminister. Wir brauchen eine Bundeswehr, die so aufgestellt und ausgestattet ist, dass sie uns in einem Krieg verteidigen kann. Und dafür muss die Bundeswehr natürlich ertüchtigt werden. Nur eine Bundeswehr, die so stark und abschreckend ist, also kriegstüchtig, kann am Ende verhindern, dass es zum Äußersten kommt. Für das K-Wort bekam Pistorius schon zuvor Gegenwind. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fand es zu martialisch. Kriegstüchtig oder kriegsfähig zu werden, wird der Komplexität nicht gerecht. Der Kanzler benutzt das K-Wort heute nicht, aber er verspricht, der Bund werde auch dann 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben, wenn das Sondervermögen Bundeswehr aufgebraucht ist. Wie das in spätestens 5 Jahren klappen soll, verrät Scholz indes nicht. Die Dimensionen, um die es hier geht, sind zwar groß, aber es hat schon größere Dimensionen gegeben, wo man gesagt hat, das Problem lösen wir erst demnächst. Aber wir werden es definitiv so lösen, dass die Bundeswehr die Mittel bekommt, die sie braucht, auch nach Auslaufen des Sondervermögens. Das ist eine große Ansage, allein es fehlt an den Taten. Der Verteidigungsetat muss jetzt steigen, er muss jetzt aufwachsen, langsam, kontinuierlich und glaubwürdig.
Die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien setzen ganz auf Landes- und Bündnisverteidigung gegenüber Russland. Dafür soll unter anderem eine Brigade mit rund 5000 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen verlegt werden. Litauens Oberbefehlshaber zu Gast in Berlin sagt, die NATO müsse sich auf das Schlimmste einstellen. Damit wir auf einen künftigen, groß angelegten Krieg, nicht kalkulierbaren Krieg vorbereitet sind, müssen wir uns anpassen, wir müssen uns ändern. Dafür wird das Verteidigungsministerium in Berlin um 200 bis 300 Stellen verschlankt. Keine Denkverbote verlangt Pistorius auch beim Umbau der Streitkräfte von seinen Generalen. Wir bauen die gesamte Bundeswehr um. Das heißt, wir gucken in alle Bereiche hinein, die zur Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr beitragen. Da ist es wieder das K-Wort, das zumindest für Pistorius und seine Militärs die Zukunft der Truppe beschreiben soll. Krieg. Krieg in der Ukraine und Krieg im Nahen Osten. Der liegt zwar nicht mehr auf dem europäischen Kontinent, aber ist gefühlt auch sehr nahe, zumal sich Deutschland Israel gegenüber verpflichtet fühlt. Die israelische Armee kommt derweil nach eigenen Angaben bei ihrer Bodenoffensive schneller und erfolgreicher voran als erwartet. Schnell wird sie auch sein müssen, angesichts der wachsenden Sorge der Weltöffentlichkeit über die zivilen Opfer und die Not der Bevölkerung in Gaza. Die israelische Regierung steht aber auch im eigenen Land unter Druck. Für die Angehörigen der Geiseln ist deren Rückkehr erstmal wichtiger als militärische Erfolge. Henriette de Maizière berichtet. Am Samstagmorgen des 7. Oktober um 6.30 Uhr ging der Alarm los. Und eine Masse von Raketen flogen auf unser Haus im Kibbutz Nir Oz. Meine Söhne, 12 und 16 Jahre, waren alleine zu Hause. Sie schliefen, gingen in den Schutzraum. Jeder Mensch, der das sieht, kann sich seine eigenen Kinder vorstellen, im eigenen Haus allein, in diesem Albtraum. Renan Gom, eine verzweifelte Mutter, die diesen Zeichentrickfilm machen ließ. Ein Hilfeschrei, ihre Kinder wiederzubekommen. Gestern ein kurzer Hoffnungsstrahl. Der Jüngere, Yagil, so hieß es, würde vielleicht freigelassen. Er ist eine der mindestens 240 Geiseln. Das Letzte, was ich hörte, war, dass mein Jüngster sagte, nehmt mich nicht, ich bin zu jung. Kinder nirgends auf der Welt sollten Teil von so etwas sein. Kinder, ihre Familien, leiden auch im Gazastreifen. Auch heute sind Menschen auf der Flucht, von Norden nach Süden, deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Es solle weiter stundenweise sichere Korridore für Zivilisten und Hilfslieferungen geben, bestätigte gestern Israels Ministerpräsident Netanyahu. Der israelische Militärsprecher sagte auf Nachfrage zu Verhandlungen zur Geiselfrage, wir werden keine echte Chance verpassen, um die Geiseln zurückzubringen. Weder operative Chancen noch geheimdienstliche und auch nicht solche wie die angesprochenen Verhandlungen. Außenministerin Baerbock betont bei ihrer Nahostreise heute noch einmal Israels Recht auf Selbstverteidigung, setzt sich auch für die Geiseln ein. Würden Sie sich nicht selbst verteidigen, um Ihre Menschen zu schützen? Israel verteidigt sich gegen einen Gegner, der es von der Landkarte ausradieren möchte. Eine Waffenruhe, so die diplomatischen Hoffnungen, könnte auch helfen, die israelischen Geiseln zu befreien. Sie wurden nicht einfach so mitgenommen. Sie sollen einen Zweck erfüllen. Und nur solange sie leben, können sie diesem Zweck dienen. Und ich hoffe so sehr, dass das wahr ist und dass sie sicher sind. Kinder, Menschen als Spielball für Verhandlungen. Die angekündigte Freilassung ihres Sohnes wurde heute abgesagt. Renan Gom sagt, sie hoffe, dass ihre Jungs wenigstens zusammen seien. Und jetzt geht es erstmal bei dir weiter, Heinz, mit anderen Nachrichten des Tages. Der Bundestag hat die staatliche Finanzierung parteinaher Stiftungen jetzt zum ersten Mal auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Zu den Voraussetzungen gehört demnach, dass sich die Stiftung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und den Gedanken der Völkerverständigung einsetzt. Und die Partei, der sie nahesteht, mindestens dreimal hintereinander in Fraktionsstärke im Bundestag ist.
Die AfD, die erst in der zweiten Wahlperiode im Bundestag sitzt, bewertete das Gesetz in der Debatte als verfassungswidrig. Ebenfalls heute im Bundestag eine globale Mindeststeuer von 15% für international tätige Großunternehmen. Der Bundestag stimmte für die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie in nationales Recht. Die Reform soll verhindern, dass Großkonzerne ihre Gewinne in Länder verschieben, in denen sie weniger Steuern zahlen müssen. Das Finanzministerium rechnet dadurch 2026 mit Mehreinnahmen von mehr als 900 Millionen Euro. In Spanien hat Ministerpräsident Sanchez 4 Wochen nach den Wahlen eine Mehrheit im Parlament hinter sich. Auch die baskischen Nationalisten sagten ihm ihre Unterstützung zu, wie zuvor bereits die Katalanen. Gegen die Absprache mit den Katalanen gab es gestern Abend in Madrid wieder Proteste. Die Kritiker werfen Sanchez vor, für die Unterstützung bei der Regierungsbildung ein Amnestiegesetz für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter zugesagt zu haben. Und auch in Polen läuft die Regierungsbildung. Bislang hat diesen Auftrag der bisherige Ministerpräsident Morawiecki. Dessen Partei hatte bei der Parlamentswahl aber die absolute Mehrheit verfehlt. Nun hat das Bündnis um den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk eine Vereinbarung für eine mehrheitsfähige Koalition unterzeichnet. Tusk sagte, das Bündnis sei bereit, sofort die Regierung zu übernehmen, sobald er einen offiziellen Auftrag dazu habe. Es ist ein bislang einzigartiges Abkommen. Australien, sonst in Flüchtlingsfragen sehr restriktiv, wird Menschen aus dem Südseeinselstaat Tuvalu Asyl gewähren, weil deren Lebensraum durch die Klimakrise über kurz oder lang unbewohnbar wird. Zunächst geht es um 280 Menschen jährlich. Tuvalu hat 11.200 Einwohner auf 9 Inseln. 2 davon sind bereits im Meer versunken. Im Gegenzug erhält Australien ein Vetorecht bei Tuvalus Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei geht es laut Beobachtern vor allem um den wachsenden Einfluss Chinas im Südpazifik. Das gehört zu den Grausamkeiten des Klimawandels, dass solche kleinen Inselstaaten die ersten Opfer sind, obwohl sie selbst praktisch nichts zu ihrem eigenen Untergang beigetragen haben. In Unschuld versunken, sozusagen. Während sich die großen Industrieländer nach wie vor schwer tun mit Klimaschutz und auch mit Umweltschutz. Renaturierung ist so ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. In der Europäischen Union wird darüber heftig gestritten. Renaturieren, das heißt also unter anderem Flächen stillzulegen, gilt Umweltschützern als unabdingbar, um Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu erhalten, aber auch um Hochwassergefahren zu reduzieren. Das geht allerdings auf Kosten landwirtschaftlicher Nutzflächen. In Brüssel gibt es dazu jetzt einen mühsam errungenen Kompromiss. Florian Neuhan berichtet. Brüsseler Verhandlungsnächte enden oft wie diese. Mit einem Tweet, mit Fotos von lächelnden Verhandlern und mit stolzen Stimmen. Es ist das erste Gesetz überhaupt in Europa, das die Natur nicht nur schützen, sondern sie auch wiederherstellen wird. Dabei war kaum ein europäisches Gesetz so umstritten wie das zur Wiederherstellung der Natur. Bekämpft von Landwirten vor und Konservativen um Manfred Weber im Parlament. Aus Sorge vor zu hohen Auflagen. Doch der Aufstand scheiterte knapp, das Gesetz wurde weiter verhandelt bis zur vorläufigen Einigung gestern Nacht. Demnach soll bis 2030 auf 20% der Fläche von Wäldern über Gewässer bis zu Mooren die Natur wiederhergestellt werden. Welche Maßnahmen die Staaten ergreifen, lässt man offen. Für Landwirte aber gibt es keine Verpflichtung mehr, Flächen stillzulegen. Diese Ausnahme hatten die Konservativen durchgesetzt. Wir diskutieren ganz viel über das Thema Ernährungssicherheit. Dann kann ich nicht immer mehr landwirtschaftliche Produktion, landwirtschaftliche Nutzfläche zurückfahren. Eine bittere Pille für die Grünen, doch nehmen sie lieber den Kompromiss als gar kein Gesetz. Wenn wir die Natur immer weiter zurückdrängen, gefährden wir unsere eigenen Überlebensgrundlagen. Und deshalb ist dieses Gesetz so elementar. Und die Bauern sind auch mit den Ausnahmen von heute nicht zufrieden. Es fehlt ihnen an Geld. Trotz einiger Verbesserungen ist dieser Vorschlag rückwärtsgerichtet und setzt auf Ordnungsrecht. Landwirte müssen natürlich auch mit Naturschutzmaßnahmen, Umweltschutzmaßnahmen Geld verdienen können.
Wäre das ein gewöhnliches Gesetz, wäre die Geschichte hier zu Ende. Die Einigung würde vom EU-Parlament durchgewunken. Sonst reine Formsache, diesmal nicht. Noch hoffen manche Konservative, das Gesetz stoppen zu können. Der Kampf ums europäische Naturschutzgesetz ist noch nicht entschieden. Wer Immobilien kaufen oder verkaufen möchte, wird jetzt bei dir aufmerksam zuhören, Heinz. Ja, es gibt neue Zahlen zur Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt vom Verband Deutscher Pfandbriefbanken. Demnach ging es im dritten Quartal weiter nach unten mit den Preisen. Frank Bethmann, wieso hält dieser Abwärtstrend so an? Weil sich eines kaum geändert hat, die Zinsen sind weiterhin hoch, das Finanzieren von Immobilien bleibt teuer, ergo geht die Preiskorrektur weiter von Quartal zu Quartal. Vergessen darf man dabei allerdings nicht, dass die Preise jahrelang nur die andere Richtung kannten, nach oben. Nun aber fallen sie, und zwar in allen Immobilienklassen. Wohnimmobilien verbilligten sich auf Jahressicht um über 6%. Einzelhandelsimmobilien um über 9% und Büroimmobilien gar um über 10%. Verstärkt wird der Preisverfall bei den Gewerbeimmobilien durch Trends wie Online-Shopping und Homeoffice. Fachleute schätzen daher auch, dass sich der Preisabschwung bei Wohnimmobilien eher beruhigen könnte als bei den gewerblich genutzten Objekten. Vom Kaufen bzw. Verkaufen zum Mieten, wie sieht es da aus? Ja, auch da verstetigt sich ein Trend. Die Mietpreise steigen weiter. Wer nicht mehr kaufen kann, der sucht was zum Mieten. Das Angebot an Mietwohnungen wächst aber in diesem Tempo nicht mit. Darum steigen die Preise. Im dritten Quartal jetzt noch mal kräftig, besonders deutlich in Metropolen wie Berlin, wo die Neuvertragsmieten um fast 9% gestiegen sind. In München um über 5%. Es fehlt Wohnraum, die Bautätigkeit lahmt. Klare Hinweise, dass sich daran in Kürze etwas ändert, sucht man derzeit vergebens. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Seit Monaten laufen die Tarifverhandlungen im Groß- und Einzelhandel bisher ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, wie heute in Berlin. Die Hauptforderung der Beschäftigten: 2,50 Euro mehr pro Stunde. Die Arbeitgeber verlangen jetzt ein Spitzengespräch auf Bundesebene. Die Verhandlungen auf Länderebene seien gescheitert. Deshalb droht Verdi, auch das Weihnachtsgeschäft zu bestreiten. In gut einer Woche steht für die Fußballnationalmannschaft das nächste Testspiel an. Und Bundestrainer Nagelsmann hat Neulinge ins Team berufen. Darunter Bremens Stürmer Marvin Duksch. Für Marvin Duksch geht ein Traum in Erfüllung. Aber mit 32 Toren aus 63 Bundesligaspielen hat er sich durchaus empfohlen. Er ist einer, der frech nach vorne spielt. Der 29-Jährige, der seit 2021 für Werder Bremen kickt, ist dort bekannt als der Mann mit dem gewissen Instinkt. Duksch ist nach der Musiala-Verletzung im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray eine Option im Angriff für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und vielleicht gibt es ja eine Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Werder-Sturmpartner Niklas Füllkrug. So viel von uns. Und jetzt gibt es, wie schon angekündigt, das neue Politbarometer. Und das präsentiert Ihnen Antje Pieper. Herzlich willkommen zum Politbarometer. Einen historischen Moment. So hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Einigung von Bund und Ländern in der Asylpolitik Anfang der Woche genannt. Zu den Beschlüssen gehören weniger Leistungen für Asylbewerber, schnellere Asylverfahren und schnellere Abschiebungen. Auch den Befragten im Politbarometer brennt das Thema unter den Nägeln. Für mehr als die Hälfte ist der Themenkomplex Flüchtlinge, Asyl und Integration das wichtigste politische Problem im Moment. Energie und Klima folgt abgeschlagen auf Platz 2. Dass Deutschland die vielen Flüchtlinge aus Krisengebieten verkraften kann, die aktuell zu uns kommen, glauben 35%. 63% meinen das nicht. Dass sich durch die jetzt beschlossene Verschärfung der Regelungen Menschen davon abschrecken lassen, nach Deutschland zu kommen, sagt nicht mal jeder Fünfte. Mehr als 3/4 glauben das nicht. Außerdem beschlossen, 7.500 Euro pro Flüchtling und Jahr sollen die Kommunen vom Bund bekommen. Dass der Bund die Kommunen damit jetzt ausreichend unterstützt, meint trotzdem nicht einmal jeder Fünfte. Mehr als 2/3 sehen immer noch nicht genug Unterstützung durch den Bund. Am kompetentesten bewerten die Befragten beim Thema Flucht und Asyl die Union, mit deutlichem Abstand vor allen anderen Parteien. Einen klaren Vorsprung haben CDU und CSU auch bei der Sonntagsfrage.
Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 16% plus 1. CDU, CSU 30% unverändert. Die Grünen auf 15% plus 1. Die FDP müsste mit 5% um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Die AfD käme wieder auf 21%, die Linke nur noch auf 4% minus 1 und die Freien Wähler auf 3%. Die Union als stärkste Kraft könnte sich bei diesen Ergebnissen entweder die SPD oder die Grünen als Koalitionspartner aussuchen. Für beide Zweieroptionen würde es reichen. Ein Bündnis mit der AfD haben CDU und CSU ja ausgeschlossen. Weit von jeder Regierungsbeteiligung entfernt ist die Linke. Am Dienstag will die Bundestagsfraktion der Linken ihre Auflösung einleiten. Nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten aus der Partei gilt die Fraktion als politisch tot. Das angekündigte Bündnis Sarah Wagenknecht hat dagegen gute Startchancen. 13% wollen die angekündigte Wagenknecht-Partei bei der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich oder sogar sicher wählen. Vor allem auf bisherige Anhänger der Linkspartei und der AfD könnte sie sich stützen. Gerade im Osten könnte das Bündnis Sarah Wagenknecht der AfD große Konkurrenz machen. Im Osten kann sich jeder Vierte gut vorstellen, die angekündigte Partei zu wählen. Und das vor den 3 Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im kommenden Jahr. In unserer Liste der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker wird Sarah Wagenknecht für ihren Parteiaustritt aus der Linken allerdings abgestraft. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 nach Sympathie und Leistung landet Alice Weidel auf dem letzten Platz, minus 2,6 verschlechtert. Sarah Wagenknecht kommt nur noch auf minus 1,4, deutlich schlechter. Annalena Baerbock auf Platz 8, minus 0,3 verbessert. Karl Lauterbach ebenfalls minus 0,3, leicht verbessert. Friedrich Merz minus 0,2, leicht verbessert. Aber er kommt auch bei den eigenen Parteianhängern nur auf schwache Zustimmungswerte. Platz 5, Christian Lindner minus 0,2, deutlich verbessert. Der Bundeskanzler auf Platz 4, minus 0,1, leicht zugelegt. Auffallend stark verbessert hat sich Robert Habeck, jetzt bei 0,0. Auf Platz 2 Markus Söder mit 0,1. Boris Pistorius an der Spitze mit 1,6. Weiterhin als einziger Politiker mit einem deutlich positiven Wert. Nach den Terrorattacken der Hamas in Israel ist das israelische Militär in den Gazastreifen vorgedrungen, mit dem Ziel, die Terrorgruppe auszuschalten. Dass das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen gerechtfertigt ist, sagt genau die Hälfte der Befragten. Etwas mehr als ein Drittel findet es nicht gerechtfertigt. Dass Israel die Hamas so schwächen kann, dass sie keine Gefahr mehr darstellt, glaubt nur etwa jeder Vierte. 2 Drittel meinen, dass das nicht gelingen wird. Wie die Bundesregierung Israel aktuell unterstützt, halten 54% für gerade richtig. 10% sagen, die Bundesregierung tut zu wenig für Israel. Mehr als jeder Fünfte findet aber, dass zu viel Unterstützung aus Deutschland kommt. Vor allem Anhänger der AfD, der Linken, der FDP und der Freien Wähler sind dieser Meinung. 85 Jahre nach der Reichspogromnacht ist das Thema Antisemitismus auch bei uns leider immer noch nicht Geschichte. Mehr als die Hälfte sagen, dass die Judenfeindlichkeit hierzulande groß oder sehr groß ist. Nicht so groß, sagt rund ein Drittel. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text ab Seite 165, in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 24. November. Nach dem Wetter folgt hier gleich die Heute-Show. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Heute Nacht schneit's im Schwarzwald und auch am Alpenrand oberhalb von etwa 700 bis 1000 Meter. Und auch morgen Vormittag fällt noch weiterer Schnee im Thüringer Wald, im Erzgebirge, im Oberpfälzer, im Bayerischen Wald und am Alpenrand. Im Laufe des Tages lassen die Regen- und Schneefälle aber mehr und mehr nach. Heute Nacht kann es vielleicht sogar mal für ein kleines Gewitter reichen. Am ehesten trocken bleibt es ganz im Norden und ganz im Osten.
Am Alpenrand sinken die Temperaturen bis minus 1 Grad. Milder bleibt die Nacht am Niederrhein, im Münsterland oder auch auf den ostfriesischen Inseln mit 6 Grad. Tagsüber warten uns dann Höchsttemperaturen zwischen 4 Grad an den Alpen und 10 Grad am Rhein oder an der Nordsee. Der Vormittag wird meist noch trüb. Da fällt Regen, zum Teil eben auch Schnee. Hier im Nordosten haben Sie noch eine Chance auf Sonne. Hinter dem Regen lockern die Wolken im Südwesten allerdings schon wieder auf. Ein kleines Zwischenhoch wird sich dann am Nachmittag noch weiter nach Osten schieben. Dafür regnet es hier weiter und die Sonne im Nordosten verschwindet mehr und mehr. Der Sonntag wird insgesamt etwas ruhiger. Es kann auch einige Regenschauer im Osten geben und Schneeregenfälle ganz im Süden. An den Temperaturen ändert sich vorerst wenig. Die liegen auch am Sonntag bei 4 bis 10 Grad. Aber dann wird es von Tag zu Tag milder. Am Mittwoch erwarten wir im Südwesten dann schon wieder 16 Grad. Dazu wird es sehr regnerisch und sehr stürmisch. Es droht in Süddeutschland vielleicht sogar Hochwasser. Guten Abend.